Wir befinden uns hier auf der Baustelle Logistikzentrum Zimmermann im neuen Gewerbegebiet Munnerloh bei Hatten, direkt an der A28. Und hier entsteht ein Verwaltungsgebäude und eine dreiteilige Lagerhalle für die Zimmermann Vermögens- und Immobiliengesellschaft. Im Bereich der Hallen werden gerade die Aushubarbeiten durchgeführt. Heißt also, der Oberboden wird abgetragen und durch tragfähigen, sauberen Sand ausgetauscht im Endeffekt. Heißt also, wir nehmen da einen Bodenaustausch vor. Das wird lagenweise verdichtet, damit die Tragfähigkeit vom Boden gewährleistet ist. Der nächste Step ist tatsächlich, dass man das, was man aufgefüllt hat, wieder ausbaggert. Teilweise natürlich, damit wir unsere Köcherfundamente einbringen können. Im ersten Hallenteil, also dem Bauteil B, wurden mittlerweile 85 bis 90% der Köcherfundamente fertiggestellt. Heißt also, wir haben die eingeschalt, die Köcher selber ebenfalls vorgeflochten, eingesetzt in die Schalung und ausbetoniert. An dieser Stelle kann man sehr gut den Herstellungsprozess erkennen. Man sieht im hinteren Feld, dass da ein Köcher gerade bzw. ein Köcherfundament gerade eingeschaltet wurde. Dementsprechend wird als nächstes die Bewährung eingestellt. Der nächste Schritt sehen wir hier. Der Köcher muss in sich selbst ausgesteift werden. Heißt also, der Betondruck ist so hoch, dass er den Köcher sonst verformt, also das Stahlformteil. Und dementsprechend finden wir da Aussteifungskreuze drin. Wenn der Köcher die Bewährung vorbereitet ist, der Köcher wurde eingebaut, wurde ausgesteift, dann wird das Ganze voll betoniert und man lässt es dann aushärten. Und da hinten sieht man dann die fertigen Köcherfundamente. Die Bewährung, die man hier sieht, die aus dem Boden rausguckt, das ist die Anschlussbewährung. In diesem Feld zum Beispiel für Wände. Man sieht aber auch Anschlussbewährungen für Rundstützen. Das sind diese, die rund angeordnet sind. Und man sieht, dass wir die Rundstützenbewährung auch schon vorgeflochten haben. Da muss anschließend nur noch das Schalrohr drüber gestülpt werden. Das ist die sogenannte Pappschalung. Man erkennt, dass sie im Endeffekt einen Mantel aus Pappe hat, weswegen sie auch Pappschalung als Pappschalung bezeichnet wird. Außen natürlich beschichtet, innen beschichtet, damit sie auch den Umständen, den Witterungseinflüssen standhält und den Beton, der ja nun mal auch zu großen Teilen aus Wasser besteht, auch in sich halten kann, damit das Ganze nicht durchfeuchtet. Und hier kann man erkennen, dass die innen drin extrem glatt ist und dementsprechend ist die Bauteiloberfläche dementsprechend auch glatt. Und das ist extrem wichtig bei Sichtbeton, in unserem Fall Anforderungen Sichtbeton Klasse 3, also sehr hohe Anforderungen. Mittlerweile wurden im Bauteil A und im Bauteil B zusammengefasst 1500 Kubikmeter Beton eingebaut und gut 100 Tonnen Bewährungsstahl. Für die Laufzeit, die die Baustelle aktuell aufweist, ist das sehr, sehr viel. Also es wird hier im Grunde genommen fast jeden Tag etwa 100 Kubikmeter, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, aber in etwa 100 Kubikmeter eingebaut.